Man should not rule over man. Let knowledge rule again. The Book of Light, Book of Books, and Savior of Mankind. Aum. Und ewig lockt das Weib. Kaum jemand denkt mal nach über diesen Satz. Es gab einen Film mit Kurt Jürgens, den habe ich mal kennengelernt, und Brigitte Bardot. Der hat gezeigt, dass die Frau viel mächtiger ist als der Mann. Und darum verachten die meisten Männer die Frau. Die Männer haben zwar Muskeln, aber die Frau hat Sexualität, Erotik. Und der Mann fühlt sich manchmal hilflos gegenüber dieser Macht. Der Schwule könnte auch sagen, und ewig lockt meine Frau, denn auch bei den Schwulen gibt es diese Situation, Mann und Frau, erzählt mir nichts. Wir haben oft genug darüber gesprochen. Ja? Homosexualität bedeutet nicht, dass ein Mann einen Mann liebt. Ihr habt keine Ahnung, ihr Schwulen. Ihr lieben Schwulen. Er liebt immer einen Mann, eine Frau. Lesbische Frauen können genauso gut sagen, und ewig lockt das Weib, weil an sich liebt eine männliche Frau eine weibliche Frau. Das kann man nur verstehen, meine Lieben, und das ist ja ein Riesenproblem. Wir haben schon über diese Gender-Sache gesprochen. Die Leute haben überhaupt keine Ahnung, wo das herkommt. Nur das Buch des Lichts erklärt uns dieses Ganze. Problematik und wie man, wenn man will, wie man mit ihr fertig wird. Und ewig lockt das Weib. Und ewig lockt eine andere Hälfte. Das gilt für Homosexuelle und Lesben genauso. Man fühlt sich immer unerfüllt, wenn man sich nur damit identifiziert. Und da geht es dann gar nicht mehr darum, dass ein Penis eine Vagina will. Oder eine Vagina ein Penis, oder ein Penis ein Penis, oder eine Vagina. Ja, darum geht's gar nicht. Es geht darum, dass immer ein weibliches ein männliches will und umgekehrt. Auch bei Schwulen und bei Lesben. Ja, ja. Und das ist ja mit, das war ja lange Zeit, war ja das ein so großes Problem, dass die Bibel uns sagt, Mann und Frau ist schon Sünde, aber Mann und Mann ist noch die größere Sünde. Und die Leute haben nichts verstanden in der Bibel, denn die haben die sowieso kopiert von alten Schriften, die alle dem Buch des Lichts entsprangen. Und jetzt ist die Lehre wieder da. Und ewig lockt das Weib. Der Mann ist machtlos. Auch der schwule Mann ist machtlos, wenn er einen anderen schwulen Mann sieht. Wenn der schwule Mann eine feminine Struktur hat, das heißt, wenn er im vergangenen Leben 7-mal Frau war. So funktioniert ungefähr das Ganze. Und im 8. Leben als Mann wiederkommt. Hat er aber doch noch das Interesse nach Männern, das er hatte, als er Frau war. Als Beispiel. So, es lüstet ihn immer noch, ja, nach Frauen. Oder nach Männern. Es kommt drauf an. Beispiel. Lanu, Tölpel. Wenn jemand 7 Leben lang eine Frau war und es gelüstete ihr nach Männern. Und diese Frau kommt im 8. Leben in einem männlichen Körper wieder. Dann ist die Lust nach den Männern noch da, so schnell geht das nicht weg. Also haben es wir es hier mit einer weiblichen Frau zu tun. Per se, einem homosexuellen, weibliche Frau. Der wird nach einem dominanten Mann schauen. Noch. Bis er auch diese Illusion überwunden hat. In Wirklichkeit lockt ewig der Gegensatz. Nicht nur das Weib, sondern der Gegensatz. Und ewig lockt das Weib, können wir aber jetzt mal hier so belassen. Ich war Brigitte Bardot und Kurt Jürgens. Haben diesen Film gedreht. Müsst ihr euch mal angucken, Mediathek oder so. Diese Brigitte Bardot, eine Aphrodite Frankreichs, die sagt heute,
hätte ich doch meinen Körper nie einem Mann gezeigt. Sie sagt, ich hasse Sex. Und sie lebt jetzt mit Tieren, um die sie sich kümmert, die sie pflegt und besorgt und sagt, halt mir die Menschen vom Leibe. Ja, aber, meine Lieben, da muss man auch natürlich sagen, das Anatta, also der Körper, das wir ja nicht sind, sondern den Körper, den wir nur haben, da geht schon los, das hat natürlich die Macht über diese Wesenheit verloren, weil sie älter wurde, weil die Brüste schrumpeln und die Vagina und der Hintern und Dings und alles ist so. Der Körper hat die Macht nicht mehr. Was das Verlangen hatte, das war der Körper, nicht die Wesenheit. Die Wesenheit hat aber diesen Körper verursacht. Durch viele evolutionäre Schübe. So lehrt das Buddhas Licht. Viele stehen fassungslos vor ihrem Verlangen. Fassungslos vor ihrer Begierde und sagen, wie konnte ich das? Und da haben wir schon so oft drüber gesprochen. Nicht nur Drogen, so alles, was einem so einfällt. Sie haben aber ihr Anatta dahin erzogen. Jetzt kommt aber eine Wende. Denn schaut mal, so funktioniert die Maschine. Wir haben den Urgrund verlassen. Feinstoffliche Welten, die immer dichtstofflicher werden. Und hier, die Höhe der Dualität, Geschlechtertrennung Mann und Frau. Und wieder eine Rückkehr und alles wird immer feinstofflicher und geistiger und so weiter. Und die Rückkehr in den Urgrund. Diesem kosmischen Atmen gehst du nicht. Es sei denn. Und da kommt die Bibel. Und sagt, Sex ist Sünde. Man soll sich nicht in die Frau stecken. Homosexuelle soll man erschlagen, töten, morden. Sagt die Bibel. Aber sie hat nichts begriffen. Sie zeigt uns nicht den Weg aus dem Dilemma. Der Weg daraus ist zu wissen, dass die Monade geschlechtslos ist. Die Wesenheit ist geschlechtslos. Aber sie ist potenziell dual. Ja, dual, duell ist auch gut. Pass mal auf, das ist ein gutes, mir ist gerade ein. Ehre sei dem großen Johann. Dual, ein Duell. Du hast ein tägliches Duell. Zwischen dir und dem, was du nicht bist. Und wie das, was du noch bist, noch jung und stark und lüstern und dies und das, und sagen, naja, gut, war nicht so schlecht. Ja. Wenn aber das vergeht, dann merkst du plötzlich, wem du nachgegeben hast. Und du glaubst jetzt, weil du alt bist und weil das du vielleicht nicht mehr kannst oder so, jetzt habe ich endlich überwunden, gar nichts hast du überwunden. Null. So geht's nicht. Falls du überwinden willst, wenn ich es. Ist mir doch egal. Ich gebe das nur weiter, meine Lieben. Ich bin 10 Jahre im Kloster aufgewachsen. Franziskaner. Gott sei Dank, mir ist nichts passiert. Also, nicht alle Mönche sind pädophil, aber, naja, nicht? Und ewig lockt das Weib. Das ist das Hauptthema in der Kirche, in der Bibel. Was glaubt ihr wohl, dass eine Taufe ist? Das Buch des Lichts lehrt, Taufe kommt von Teufel. Die Taufe ist ein Exorzismus, meine Lieben. Seid ihr euch dessen bewusst, ihr Katholiken? Die werden auch immer fetter, wa? Mann, 25.000 Kinder verhungern jeden Tag auf Erden. Und die Typen kannst du bald rollen? Na, lassen wir das. Taufe, Teufel. Ego te absolvo. Das heißt, das Baby ist schon von Satan, sagt die Kirche. Das weißt du nur nicht, weil, oder vielleicht weißt du es. Darum kriegst du die Taufe. Um es zu exorzieren. Um es vom Teufel wegzunehmen. Der Teufel hat dich doch veranlasst. Der Teufel veranlasst das Zusammenstecken der Formen. Die Lust. Ja. Und wenn das alles wunderbar und normal wäre, da wird doch keiner ein Wort drüber verlieren. Da können wir doch nur Billionen von Jahren immer, entschuldige, wenn ich das sage, weiterrammeln. Aber scheinbar ist da doch nicht alles so, wie es sein soll. Wenn du eine sexuelle Wahl triffst zwischen einem Menschen und nach einer Weile genügt er dir nicht mehr. Wie sage ich es meinem Kind sozusagen, ja? Nach Simmel. Oder wer das gesagt hat. Wie sage ich es dem Partner jetzt? Also wie man so sagt im
im ordinären Deutsch, ich habe keinen Bock mehr auf dich. Was dann? Während der andere vielleicht sich seelisch dir zugewandt hat. Eine seelische Bindung stark ist. Und jetzt lässt du den allein. Warum? Weil es dich nach einer anderen Vagina lüstet. Und ewig lockt das Weib. Und du hast dein Herz gebrochen. Ein Herz. Am Anfang macht das nicht so viel aus. Du bist jung und so weiter, bist erfüllt mit Lust. Und also. Aber irgendwann mal senkt sich das alles auf den... In der Meditation senken sich die Schatten der Vergangenheit auf den Meditierenden. Und darum, Nele, Nele, kommst du zu mir? Guck mal, ich meine Nele. Nele, zeig dich mal. Komm, komm her. Komm, Nele, komm. Hoppla, das ist meine Nele. Hier kommt sie auf den Tisch. Da siehst du so. Da setz dich hin. Ah, was ist ein Hund? Was ist ein Hund? Nele, was bist du? Komm, ich zeig's euch. Nele, was bist du? Sag mir das mal. Was bist du? Kannst du mir mal sagen, was du bist, Nele? Hm? Was bist du? Sag mal. Nele. Ja. Da kommt wieder das Buch des Lichts und sagt, Tiere stammen vom Menschen ab. Gell, Nele? Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Ja. Nur für mich. Gut. So, jetzt muss ich aber weitermachen, Nele, denn, ja, sag nochmal auf Wiedersehen. So, auf Wiedersehen. So, guck, da, so, ja, so, genau. So, also dann wollen wir es mal machen. Die Tiere stammen vom Menschen ab. Nele stammt vom Menschen ab, gell, Nele? Ja, das ist alles okkulte Lehre des Buchs des Lichts, meine Lieben, ich bitte euch. Ihr könnt nichts von diesem Wahnsinn erklären, dass es gibt in Kunst, Kultur, Politik, Religion und diesen Irrsinn, diese geisteskranke Welt, die bedarf einer Erklärung. Und nachdem wir dann uns vom Glaubenden zu Wissenden entwickelt haben, dann können wir, ja, dann haften wir immer weniger den vergänglichen Strukturen und ihren Wünschen an. Dann ist praktisch so, oh, ich habe dieses Verlangen gar nicht mehr. Das mag nicht gleich funktionieren. Es steht in der Bibel und das ist ganz richtig. Aber missverstanden. Wenn du die Liebe zur Welt überwindest, dann entsteht deine Liebe zu Gott. Das kann man natürlich da tonnenweise definieren, was das sein soll. Ja? Aber ich sage euch was, meine Lieben. Wer sich von unten löst, kommt oben an. Und ewig lockt das Weib. Ewig lockt das Weib. Und das ist das Grundübel von der ganzen Welt, solange wir noch in Geschlechter getrennt sind. Und diese Trennung in Geschlechter wird enden. Und dann wird es sein, und ewig lockt der Homosexuelle, ewig lockt die Lesbierin. Irgendwann lösen sich die Formen aus und wird als ein ewig lockter Engel. Nele, was sagst du eigentlich dazu? Wie ist eigentlich deine Meinung zu, du bist ja weiblich. Ja? Was sagst du dazu? Ja, bitte. Hast du eine Einstellung zu den Dingen? Du stammst vom Menschen ab. Hast du das gewusst? Weiß nicht, ob du von meinen Urahnen abstammst, aber durch sicher ganz gut. Okay? So. Ja, du. Die anderen Lanus kennen dich schon von einem anderen Vortrag. Ja, ja, sowieso. Ja, was denn? Was ist denn? Was? Du hast bereits was gekriegt, ja, zum Schlabbern. Mehr, als du eigentlich solltest und das genügt. So, jetzt wieder. Ja. Was? Kriegt nie genug. Die Nele kriegt nie genug. Ja, das ist auch eine Wesenheit, meine Lieben, der Hund, die im Augenblick im Körper eines Hundes ist. Und die Nele hat auch ihre Wünsche und Bedürfnisse. Was ihr hier seht in dem Hund, ist ja nicht der Hund selber, sondern das oder ist nicht die Wesenheit selber, sondern das Anatta. Das Anatta der Wesenheit.
Das hat seine Wünsche und seine Vorstellung und sein was weiß ich. Aber dieser Satz, und ewig lockt das Weib, der ist von einer gigantischen Bedeutung, der das ganze Universum erfasst, mein Lieben. Und weil die Leute die Bedeutung dieser Worte nicht kennen, darum schlagen sie sich die Schädel ein, führen Kriege. Die größten Kriege wurden um Frauen geführt. Um Frauen. Napoleon hat sich seine... Na, ich sag's nicht. Das Buch ist, wo er sich seine Kraft hergeholt hat. Ja? Sobald wir mit Materie umgeben sind, entstehen Wünsche. Und wenn ein Mensch sich total mit der Hülle identifiziert, braucht er eine Entsprechung der anderen Hülle. Das ist ganz klar, ganz normal. Wenn einer nur sexuell orientiert wird und ewig lockt das Weib, dann braucht er halt immer wieder was Neues. Ja, Entschuldigung. Bruce Willis hat gesagt, der Schauspieler, ich komme ein bisschen näher zu euch, der Schauspieler Bruce Willis hat gesagt, ein Mann verspritzt seinen, ein Mann ist dazu da, seinen Samen in alle Frauen zu verspritzen. Wenn er meint, ja. Ich sage, das ist alles unwürdig. Es ist alles unwürdig. Ich sage, wir gehören nicht hierher. Wir gehören nicht in eine Welt, wo es Verlockungen gibt, denen man nachgibt und bleibt immer noch unbefriedigt. Da gehören wir nicht hin. Entschuldigung. Ja? So sehe ich das. Und so sieht es das Buch des Lichts. Trotzdem kommen wir immer wieder. Ich auch. Aber allmählich geht in mir ein Lämplein auf. Und allmählich verstehe ich. Sogar ich verstehe. Und ich mache mich auf den Weg zurück zur Quelle. Egal wie lange es dauert. Egal wie viele Rückschläge ich habe, meine Lieben. Aber ich bin nicht dieser Körper. Diese zusammengepresste Kacke. Entschuldigung, dass ich lebe. Oder willst du mich mal in 50 Jahren sehen? Oder in 100? Um dir zu bestätigen, was ich damit meine. Aber der Lebensdurst zum Beispiel ist eine Sache, die uns eben identifizieren lässt mit Augen, Nase, Mund, etwas. Und meistens will man das Locken, das was anderes hat, bleibt meistens bei der eigenen Rasse, bei der menschlichen. Ja. Also wir sind nicht unbedingt sexuell angezogen von einer Spinne, es sei denn, wir haben eine völlig, ja, versteht ihr das? Aber Spinnen haben, da lockt auch, und ewig lockt das Spinnenweibchen. Was jetzt? Und ewig lockt das Spinnenweibchen. Und das Männchen geht hin, befruchtet das Weibchen und das Weibchen frisst das Männchen auf. Nicht, weil es böse ist, nee, es braucht Eiweiß. Weil das Weibchen ist ja jetzt schwanger. Braucht die Kinder, muss leben für die Kinder, muss die Kinder versorgen, alles und dann frisst das Männchen auf. Guten Appetit. Mein Leben, es ist, man muss sich das mal vorstellen, wie könnt ihr überhaupt ohne Buch des Lichts leben? Wie könnt ihr eure Probleme überhaupt bewältigen ohne das Buch des Lichts? Weil ihr habt doch keine Erklärung dafür. Warum das Weib ewig lockt, zum Beispiel. Denn als die Menschheit noch androgyn war, vor 18 Millionen Jahren noch davor, da hat der Mensch Substanz abgesondert, die sich zu Eiern entwickelt hat, und die waren verbunden mit der Struktur, und daraus kamen neue Wesen. Die haben auch wieder abgesondert, so hat das funktioniert. Aber es war doch auch nur eine Fortsetzung des Verlangens. Augenblick mal. Gucken. Wieder. Nur wieder falsche Bücher dabei. Ja.
Das hatte ich euch letztes Mal schon gezeigt. Das ist ganz interessant. Vor 100 Millionen Jahren, da haben wir noch so ausgesehen. Du lachst? Lach doch. Protoplasmische Wesen waren wir. Wir waren aber bereits Menschen. Wir waren bereits Menschen. Geschlechtslose, protoplasmische Menschen, die sich vor 18 Millionen Jahren in die Geschlechter geteilt haben. Und dann kommt die gewaltige Lehre des Boosterslichts. Präpalaverine, Präanoplaverine und so weiter. Die Vorfahren des Hipparions, des Pferdes, des Rhinozeros, der Tapir, im Detail der Antilope, des Rindes, des Hirsches, der Tragulidae, des Schweines, des Hippopotamus. Schau mal, einige von euch haben gesagt, ihr hört mich gern über Atlantis sprechen. Na hier, da ist es aufgetaucht. Vor 40 Millionen Jahren. Davor war Lemurien, ist gesunken. Und wie kam Atlantis rauf? Und was war mit denen da los? Ja, zunächst mal war das noch alles. Ja? Aber auch in Atlantis hat ewig das Weib gelockt. Irgendwann, als die sich getrennt haben in Geschlechter, die Menschen. Und dann ging das ganze Problem los und das hielt bis heute an. Und Gott sei Dank gibt es diesen vom Buch des Lichts gelehrten kosmischen Atem, der so geht und wieder zurück. Und die Auflösung aller Formen verursacht. Nur nicht der Wesenheiten selber. Die kann man gar nicht zerstören. Und das hat zum Beispiel der Narr, dieser Dauergrinser, der Dalai Lama, der hat das gar nicht kapiert. Der dachte, Nirvana ist die Zerstörung der Wesenheit. Mensch, bist du denn noch bei Sinnen? Wahrscheinlich hat den, weil der goldbeladen, gierig Tibet verlassen hat, nachdem er die armen Schweine zurückgelassen hat, ist er so versunken in der Materie. Ihr seht, eins geht ins andere über. Aber ich rede immer davon, dass ein Anatta das andere will. Etwas, was du nicht bist, will was anderes, was diese Wesenheit in Wirklichkeit auch nicht ist. Es will Completion. Es will Vollständigkeit. Und weil es Erhaltung der Form will, entstehen Penis und Vagina. Die gab es vorher nicht. Also stecken sich die Formen ineinander. Die Zeit wird kommen, meine Lieben. Die Zeit wird kommen, wo man mit Verachtung und mit Ekel auf eine Zeit zurückblicken wird, wo die Menschen sich reproduziert haben durch ineinander steckende Formen. Ich sag's euch. Das wird kommen. Dann werdet ihr sagen, haben wir das auch gemacht? Ja, na klar. Ja. Und ewig lockt das Weib. Nein, es lockt nicht ewig. Irgendwann wird sich das Weib, auch wie Brigitte Bardot, die Hauptrolle in diesem Film gespielt hat, wird sich auch bewusst, es ist eigentlich eine Schande. Warum? Ihre körperliche Form, die sie aber selber verursacht hat, bitte, ja, also immer, die so, ich habe fast ein Wort gesagt, die so attraktiv war für Männer und sie auch für die männliche Welt, vielleicht hat sie nur Liebe gesucht und hat ihre Beine breit gemacht, man weiß es nicht. Für eine Weile war das beglückend. Warum? Pass auf, warum? Weil in der sexuellen Vereinigung, wenn die Geschlechtsteile ineinander kommen, also Penis und in Vagina, entsteht eine Reibung. Durch Reibung wird Kundalini aufgeweckt, die ätherische Kraft am unteren Ende deiner Wirbelsäule. Und die manifestiert sich unten und durch die Reibung schießt die nach oben im Orgasmus. So. Und für einen Augenblick kriegst du in deinem Gehirn einen Überschuss von ätherischer Energie. Kundalini heißt es. Bah. Natürlich klappt das wieder zusammen, ist klar. Ja. Darum hat der wirkliche Guru 1000 Orgasmen in der Sekunde andauern. Darum laufen einige große Gurus so rum. Die Leute kommen zu dem Guru und sagen, kannst du uns einen Rat geben? Der kichert nur.
Also Guru, weißt du, Guru, ich bin unglücklich und ich habe also jetzt im Augenblick Probleme. Der lacht als Antwort und sie verstehen nicht. Denn he is liberated. Er ist befreit von der Anhaftung an den Scheißdreck hier. Und jetzt passiert, pass auf, jetzt kommt diese sogenannte alchemistische Transformation in seinem Körper. Alles schießt von unten nach oben und er hat einen ständigen Orgasmus. Es ist immer so. Den der normale Mensch dadurch erzeugen muss, dass er die Formen ineinander steckt. Und wenn es diesen Orgasmus auf dem Wege nicht gäbe, wäre die Menschheit schon längst ausgestorben, weil dann hätten sie schon gar keinen, wollte schon gar keiner mehr in Sex. Ja. Aber wir sind ja alle nun mal in diese, wie soll ich sagen, Dualität gefallen. Und jetzt, aber jetzt kommt was. Je spiritueller ein Mensch ist, umso weniger braucht er eine körperliche Entsprechung, sondern mehr eine geistige. Der ganz tief Gefallene, der geht halt jeden Tag ins Bordell. Prost. Denn der kann eine zeitweilige Befriedigung nicht anders erfahren. Was willst du denn? Als wenn er eben da ins Bordell geht. Und danach kommt er raus und hat einen stieren Blick und sagt, war's das wert? Was will die Nele? Ja, manchmal will die schon einen anderen Hund. Guck mal, Nele. Nele, manchmal willst du schon, oder? Da rennst du rum und sagst, und so weiter. Oder? Ist doch wahr. Aber jetzt bist du doch zufrieden, jetzt ist doch gut. Ist doch gut. Oder nicht? Oh, schlabber, schlabber hier mal. Naja. Bleibst du noch ein bisschen bei mir und nachher gehen wir runter in den Garten und da kannst du dann rumlaufen. Ne? Gut, so. Ja. So, also auch die Nele. Guck mal, auch die Nele. Wenn sie, was ist? Guck mal, wenn sie so macht. Was ist das? Was macht? Was macht? Was denn? Ja, du musst auch mal. Ich weiß schon, was die will. Die will wieder ein Leckerli haben. Du ist es doch. Komm, erzähl mir nichts, Nele. Wo willst du auch nur? Du willst doch nur. Wer willst du einen Hund als Freund? Musst ihm nur zu fressen geben. Das ist dein bester Freund. Was ist denn? Ja? Also man. Was? Was ist? Nele. Was ist? Also? Natürlich will die Nele auch was. Guck mal, die Wesenheit in dem Hund, die Wesenheit in dem Hund ist bereit. Wir haben hier eine entwicklungsartige Lehre im Buch des Lichts. Die Wesenheit in dem Hund möchte ins Menschenreich. Ihr habt hier gerade Evolutionslehre, mein Lieben. Was glaubt ihr, warum die meisten Haustiere so nah am Menschen sind und alles erdulden manchmal? Die Monaden sind bereits zum Schritt ins Menschenreich. Nur das wird eine Weile dauern, ja. Das ist klar. Das Tor zum Menschenreich. Nele, das Tor zum Menschenreich ist für dich noch nicht offen. Er wird noch dauern. Du wirst noch etwas warten müssen, sage ich zu der Wesenheit in Nele. Und dann kannst du ins, wohin? Ins Menschenreich. Aber du musst Geduld haben. Das ist es. Ja? Aber bis dahin kümmern wir uns um dich. Und dann ist alles gut. Gell?
Naja, denn das ist ja die Lehre vom Buch des Lichts, meine Lieben. Ja, die Tiere drängen ins Menschenreich. Und es ist aber noch nicht möglich. Es ist noch nicht möglich. Du musst noch warten. So. Und ja, was ist denn jetzt? Wohin willst du jetzt? Was? Ach, also, sag mal. Was ist los? Bleibst du noch ein bisschen bei mir? Du als Wesenheit willst ins Menschenreich. Ja? Aber du kannst noch nicht. Du musst also noch einige Leben im Menschenreich, also zusammen mit Menschen, verbringen. Ich meine, du bist ja schon im Menschenreich, aber eben nicht als Form per se. Und dann kannst du ins Menschenreich und dann bist du ein Mensch. Vielleicht wirst du denken, wäre ich mal lieber Nele geblieben. Aber da kann ich dir auch nicht helfen. So lernt der Mensch, so lernt das Tier, so lernen alle. Ja, genau. Ja, genau. So. Nele, ich muss aber jetzt einen Vortrag halten. Ich muss einen Vortrag halten. Es geht hier darum, dass man... Was? Was ist? Was ist? Es geht hier darum, dass du... Setz dich mal noch hin. Komm. Pass mal auf, die springt jetzt hoch vom höchsten Turm. Habt ihr was gesehen eben? Die ist also gesprungen, wenn man ihre Körperhöhe nimmt, die etwa 15 cm ist. Die ist hier einen Meter runtergesprungen. 15 cm, Meter. Überlegt man, das ist jetzt 10-fache oder 9-fache oder 8-fache ihrer Körperhöhe runtergesprungen. Mach du das mal. Wirst du sehen, wie du unten landest. Ja? Also, meine Lieben, diese kleine Abweichung war nötig, denn da habt ihr auch gelernt, das Tier stammt vom Menschen ab. Und wenn ihr ohne die Monadenlehre versucht, die Welt zu verstehen, dann geht das nicht. Dann geht das nicht. Und ewig lockt das Weib. Ewig lockt die Dualität. Ja? So ist das nun mal. Und wenn man sich dieser Dualität entziehen will, dann muss man bei sich selbst anfangen. Und muss einen Zustand erzeugen, wenn man das will, mein Gott. So lehrt das Buch des Lichts, wenn man das will. Ein Zustand der Glückseligkeit ohne und ewig lockt das Weib. Und diesen Weg, diese Möglichkeit zeigt das Buch des Lichts. Und man kann trotzdem mit einem Weib zusammenleben, wie so schön, meine Lieben. Aber der Mensch ist ein süchtiges Wesen. Daher kommt auch der Begriff Sucht. Er sucht, 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 sucht. Je mehr wir in der physischen Welt, und sei es in der höchsten Himmelswelt, liebe Christen, liebe Muslime, nach Erfüllung suchen, egal wie schön der Himmel ist, umso mehr werden wir sehen, dass es nicht außen ist, sondern innen. Macht damit, was ihr wollt, meine Lieben. Aber wenn ihr wirklich die Ursache des Entstehens und der Welt verstehen wollt und wie man diesem Kreislauf entkommen kann und Nirvana erlangen kann, dann müsst ihr euch eigentlich mit dem Zustand der Verlockung befassen. Und der wird in 11 Bänden im Buch des Lichts beschrieben, jetzt kommt der 12. Band, wie diese ganze Welt überhaupt entstanden ist. Wie diese, kannst du alle Geschichtsbücher vergessen, die du gerade gelesen hast, wie es überhaupt war, warum es keinen Schöpfer gibt, aber warum wir auch keine Atheisten sind und so weiter. Das muss er, und dann wirst du den Satz und ewig lockt das Weib vielleicht aus einer anderen Sichtweise verstehen. Ehre sei dem Buch des Lichts. Da ist mir noch etwas eingefallen, ein PS, das euch schockieren mag. Mann, du wirst deinen Penis verlieren. Frau, du wirst deine Vagina verlieren.
Richte dich schon mal darauf ein, befasse dich mit dem Buch des Lichts und werde der Gott, der du bist. Ich sah dich dort im Schatten stehen, konnte einfach nicht vorübergehen. Du hast gelächelt, da war ich in alle Ewigkeit verloren an dich. Da lag so ein bittersüßes Glück in diesem einen Augenblick. Ich wollte nur noch dich, und Tränen liefen über mein Gesicht. Du bist die Liebe meines Lebens, gib nichts vorher und nichts nach dir. Hab schon im ersten Augenblick gespürt, etwas Unfassbares ist mit mir passiert. Du bist die Liebe meines Lebens, mein dunkler Stern, mein heller Schein. Und wenn wir sterben, werden du und ich dann in einer anderen Welt zusammen sein. Du sahst mich an und ich verstand, die Zukunft ist ein fremdes Land. Und nur mit dir find ich dorthin, und nur für dich macht alles hier noch Sinn. Du bist die Liebe meines Lebens, gib nichts vorher und nichts nach dir. Hab schon im ersten Augenblick gespürt, etwas Unfassbares ist mit mir passiert. Du bist die Liebe meines Lebens, mein dunkler Stern, mein heller Schein. Und wenn wir sterben, werden du und ich dann in einer anderen Welt zusammen sein. Immer werden du und ich zusammen sein. Immer werden du und ich zusammen sein.